Hallo Fotofreunde, schön, dass ihr mich auf meinem neuesten Abenteuer begleitet. Ja, heute habe ich so einiges vor. Im Kern geht es, wie ihr schon im Titel gelesen habt, um Frankfurt am Main. Ich möchte mir da 1, 2, 3, 4 Spots mal anschauen und auch fotografieren. Aber für das, was ich vorhabe, muss ich einen Spot definitiv erstmal probeknipsen. Und das ist auch der Grund, warum ich wieder in diesem möglicherweise tonunfreundlichen Fahrzeug unterwegs bin, in dem Mazda, wie zuletzt. Aber diesmal greife ich den Ton über Lavalier ab, in der Hoffnung, dass es ein bisschen angenehmer zum Hören ist. Ja, warum fahre ich wieder mit diesem Leihfahrzeug? Ich habe zwar ein neues Alltagsfahrzeug, einen schicken Ford Fiesta Diesel, aber es geht um eine andere alte Tankstelle im Frankfurter Osthafen, wo ich einen Oldtimer vorfotografieren möchte, eventuell mit einem Model. Das ist so the whole story. Und ja, bevor ich den alten Oldtimer dahin prügel ich lieber den MX-5 dahin. Ich weiß, der passt natürlich von der vom zeitgenössischen Gedanken nicht so gut dahin, aber ja, wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen besser machen als der Ford Fiesta. Dann habe ich noch, wenn ich schon mal da bin, zwei, drei andere Spots im Anstieg, die ich mir eh noch mal angucken wollte, weil, seien wir ehrlich, Frankfurt ist wie immer eine Reise wert. Und eine kleine Sidequest, die hier nicht reingehört, möglicherweise kaufe ich gleich eine D500. Weil ich ja auch ab und zu denke, ich bin Wildlife-Fotograf, respektive Nordschleifen-Fotograf. Da gucken wir mal, was der Tag noch bringt. Ne? Prost! Ich stoße jetzt mal mit euch auf den neuen Kameraerwerb an. Quest 1 ist also somit erledigt. Eine D500 mit 46 Klicks auf der Uhr. Ja, ich bin mal gespannt. Interessanterweise ist das Ding größer als ich dachte. Man hat sich ja doch schon so ein bisschen an die Z-Mopeds gewöhnt. Ne? Ich bin jetzt auf dem Weg nach Frankfurt. Der erste Spot, auf den ich euch mitnehmen möchte, ja, das ist einer, den habe ich, ein Spot auf einer anderen Fotografenseite entdeckt und dachte, oh, das ist aber mal geil. Da war so ein bisschen Feld und in der Ferne, Feld im Anschnitt und in der Ferne war Downtown Frankfurt zu erkennen. An dieser Stelle liebe Grüße, lieber Andi, an die Fotoseite auf Instagram, binde euch den Kanal mal ein. Also ruhig mal auschecken, bitte. Und die Stille hat mich halt inspiriert. Das ist halt nicht so dieses typische Skyline-Foto, was ich natürlich auch schon gemacht habe und noch machen werde. Ist ein bisschen weiter so weg. Nördlich, nordöstlich von Frankfurt. Diese Stelle. Ja, und die werde ich jetzt mal versuchen zu finden. Und die eignet sich, glaube ich, ganz gut zum Sonnenuntergang. Und jetzt hoffe ich mal, dass das Wetter mitspielt. Ich habe gerade noch mal Wetter geschaut. Und naja, es ist nicht komplett bewölkt, es ist wolkig mit ein wenig Sonne. Und ich hoffe, das bleibt noch so, weil ich glaube, ein bisschen Sonnenuntergang würde diesem Motiv gut tun. Möglicherweise natürlich mit so einer schönen Wolkenstruktur würde diesem Bild noch besser tun. Aber gut, das Navi sagt, ich werde um 19.15 Uhr da sein, in knappen 2 Stunden. Ich meine, heute beginnt in Frankfurt am Main um 19.30 Uhr die goldene Stunde. Dauert, ja, wisst ihr ja selber, ungefähr 45 Minuten und geht dann in die blaue Stunde über. Ja, habe ich noch ein bisschen Luft, den Spot zu finden, möglicherweise einen Parkplatz zu suchen, mein Gebimsel aufzubauen. Ich kann nämlich nicht einschätzen, wie stark ich tatsächlich zoomen muss, um ja, diese Bildkomposition so hinzukriegen, wie ich mir das denke. Ich kann wirklich nicht einschätzen, auf der Karte bei Google Maps, wo ich voraufgeklärt habe, sieht das Ganze schon ziemlich weit von der Skyline weg aus. Aber ich bin gut aufgestellt, ich habe das 70-200 damit und ich habe das 150-600 damit. Und die Z7, dann kann ich noch ein bisschen kroppen.
Freunde, ich bin angekommen. Kamera ist aufgebaut. Ja, und die ursprüngliche Stelle, die ich mir ausgedacht hatte oder ausgesucht hatte, war ungefähr da an diesem Sendeturm. Weil das Foto, was ich gesehen habe, war auf dieser ganzen Fläche schön Hafer, Korn, sowas, Getreide, das ist das Wort. Ja, und der Anschnitt hat ein bisschen was gebracht. Und jetzt sieht es tatsächlich so aus, boah, da hinten, da ist die Skyline. Ich möchte halt noch ein bisschen tiefer reinkriegen. Da ist übrigens der Sonnenuntergang gerade. Also ich bin genau richtig. Ich habe auch ein bisschen Wolkenstruktur. Das passt eigentlich ganz gut. Herausforderung wird zu sein, das jetzt adäquat abzulichten. Weil ohne diesen Anschnitt, ich versuche jetzt wirklich möglichst tief zu kommen, um ja, diese Narbe von Gras, Grasnarbe noch mit reinzunehmen. Die nächste Herausforderung ist da oben die Hochspannungsleitung, leider, muss ich so sagen. Weil, ja, die kann man wegstempeln, aber erstmal sind sie da. Was habe ich hier drauf? Ein 200er und das war, glaube ich, auch schon eine ganz gute Wahl, weil das ist schon am Anschlag. Ja, Frankfurt, die Skyline ist weit weg und jetzt schwatze ich nicht so viel, sondern mache mal ein Foto, ne? Sonst ist der Spot gleich für Umme. Ja, und jetzt muss es mal wieder schnell gehen. Ein Blick durch die Linse hat mir gezeigt, egal wie tief ich runtergehe, es ist brauner Acker im Anschnitt und das mögen wir ja nicht so gerne. So, da aber, da ist alles grün. Jetzt muss ich zurück zur Straße, weil ich möchte den Bauern jetzt nicht die Ernte versauen und quer durchlatschen. Boah, das war jetzt wieder kurz vor knapp. Ich habe ja auch hier gerade erzählt, ich wollte Acker im Anschnitt haben. Beziehungsweise den wollte ich nicht im Anschnitt haben. Und ja, ihr wisst, wie es ist. Die goldene Stunde, die ist sowas von schnell vorbei. Und jetzt muss ich mal eben, schaut mal hier. Jetzt muss ich mal eben noch mal ein bisschen was an der Brennweite ändern. Weil aktuell, ach komm, bin Kumpel, ich zeig's euch mal. Das ist so ein Sonnenuntergang, wie man ihn gerne hat. Ja, was ich da gerade noch erzählen wollte, hier habe ich jetzt wenigstens ein Loch, wo der Bauer mit dem Traktor ein bisschen, ja, schon Freifläche geschafft hat. Da hinten fängt wieder der normale Acker an. Aber ich kriege hier zumindest so ein bisschen was in den Anschnitt. Interessant wäre, wenn das hier höher steht. Ja, ich habe jetzt da 200er drauf. 200 im Anschlag brauche ich auch. Und da ist nochmal so richtig Porno-Sonnenuntergang. Und da ist die Skyline. Und ich schwatze jetzt nicht viel, sondern mache einfach nur ein paar Fotos für euch. Ja, und der Spot scheint tatsächlich kein Geheimtipp zu sein, weil um mich herum sind romantische Paare und Familien, die sich hier den Sunset auch reinziehen. Und ja, schaut mal, das ist schon geil. Es ist nicht so richtig die Pornofarbe, ist so ein bisschen pastellig. Aber das mögen wir durchaus hier auch schon mal ganz gerne. Ja, guck mal, die Kamera war auch fleißig, schaut. Ich variiere jetzt so von 80 bis 200 mm Brennweite tatsächlich. Was natürlich echt nicht so schön ist, das sind die Hochspannungsleitungen dadurch. Aber ich habe jetzt immerhin so fotografiert, dass der Mast an und für sich erstmal nicht drauf ist. Ja, und die Leitung muss ich mal nachher im großen Bild gucken, wie es dann aussieht. Mein Gott, das ist schön. Ich freue mich gerade so ein bisschen. Und ich werde seit langem heute mal wieder eine HDR-Serie machen. Ich möchte wirklich mal wissen, ob es da irgendwie einen Unterschied gibt zwischen normal belichtet und HDR. Ja, das Model gleich für die Tankstelle, auch das wird nicht geschont. Erstaunt, wie geländegängig so ein MX-5 ist. Der muss hier in der Böschung stehen. So, jetzt gehen langsam die Lichter an. Ja, und der Sunset wird weniger. Aber mit langer Belichtungszeit, da kriege ich die Farben noch so ein bisschen rausgearbeitet. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Take you up and let you down.
drunk and the music's loud. Vielleicht noch ein Wort zu den Einstellungen der Kamera. So, jetzt ist der Krachmacher weg. Warum habe ich die Blende so weit aufgerissen? Landschaftsfotografie soll man ja alles gerne scharf haben. In diesem Fall möchte ich hier dieses grüne Zeug, was ich hier in den Anschnitt nehme, um dem Bild noch so ein bisschen Vordergrund zu geben, ganz bewusst in die Unschärfe haben. Deswegen die Offenblende. So, Haare liegen wieder nicht. Ich muss jetzt aber auch ein bisschen Akku sparen, weil ich will gleich auch noch von den anderen Spots ein bisschen berichten. Aber so bin ich dunkel, deswegen stelle ich mich mal schön in die untergehende Sonne. Tolles Licht, schmeichelt der Haut. Ja, Akku sparen, weil die Kleine hat hier schon einen Akku durchgeratzt. Was ich jetzt gerade wieder gesehen habe, was ich auch echt interessant finde und das auch so noch nicht wusste. Selbst hier am Aussichtspunkt Autoalarm. Wenn ich auf die Belichtungswaage schaue und genullt habe, wo man meint, es ist optimal belichtet, ja denkste, wenn ich mir das Histogramm angucke, fehlt da noch ordentlich was. Also ich kann tatsächlich bis zu 2 Blendenstufen laut Lichtwaage überbelichten. Könnte damit zusammenhängen, dass ich die Mehrfeldmessung eingestellt habe. Guckt im Zweifelsfall bitte auf die Tonwertkurve, um sauber maximale Belichtungszeiten rauszuholen. Ich bin jetzt bei 2,5 Sekunden. Ich nehme 5 Sekunden Selbstauslöser, damit die lange Brennweite, wenn ich auf den Buddy drücke, sich auspendeln kann. Das ist so die Herangehensweise. So, und zu diesem Spot erzähle ich jetzt wirklich nichts mehr, weil sonst habe ich wieder so viel Material und ihr langweilt euch zu Tode, weil es geht ja noch zumindest 2 anderen Spots. Jetzt will ich, bin schon fast weg und was vergesse ich? Meine Cola, die habe ich zum Kühlen vom Auto. Ich hole die mal eben schnell abgestellt, damit die kühl wird. Da ist sie. Die Wirsing, sag ich mal. So, jetzt sitze ich wieder im warmen Auto. Boah, es ist schon 11 Grad haben wir, aber auf dem Feld war es auch ein bisschen zugig. So, was sagt denn mein Navigationsgerät? 23 Minuten zum nächsten Spot. Und ja, das wird jetzt die Skyline bei Dunkelheit sein. Allerdings möchte ich die ein bisschen anders fotografieren. Aber das ist ein bisschen anders. Also ich habe sie ja schon mal fotografiert und ich glaube, diese ganzen Brücken auf dem Main, die machen das Ganze so ein bisschen spannender. Ich will jetzt dieses Mal noch ein Stück zurück als von der Brücke, wo ich zuletzt war. Und ich möchte diese Europäische Zentralbank, dieses pompöse Gebäude von meinem Standpunkt auf der rechten Seite, ja, mit reinnehmen. Da, somit ist die Skyline wieder weiter hinten. Das Einzige, was herausfordern wird, habe ich mir gerade schon mal so leicht angeguckt auf der Karte. Wie immer das Parken. Schauen wir mal. Weil ich bin ja auch bekennt faul und ich muss ja auch immer viel schleppen. Das wisst ihr, ne? Stativ für die Kamera, die filmt, Stativ für die Kamera, die aufnimmt. Dies und das und hast du nicht gesehen. Aber vielleicht habe ich aus Versehen. Mal Glück. Ich bin jetzt im Innenstadtbereich angekommen. Ja, sagen wir mal im Hafenbereich. Und komischerweise hier auf dieser Straße, ich weiß nicht, was hier geht, aber wie ihr seht, hier ist so ein bisschen Alarm, was Fahrzeuge und Leute, die in Fahrzeugen sitzen, angeht. Ob hier das ein oder andere Schäferstündchen gehalten wird, ich vermag das gerade nicht zu sagen, weil die geile Aussicht, seien wir ehrlich, die ist in die Richtung. Keine Ahnung, das werde ich noch mal nachrecherchieren. Ja, ich habe das Auto gut verschlossen. War schon komisch.
Aber egal, andere Städte, andere Sitten. Und jetzt bin ich schon an einem Objekt der Begierde angekommen. Und jetzt muss ich nur gucken, wie ich mein Bild kompose. Ja. Schaut, da hinten ist die Skyline und alles. Boah, das ist schon was für Vaters Sohn, sage ich jetzt einfach mal so. Ja, mich wundert hier tatsächlich gerade gar nichts mehr, dass die Corona-Zahlen oben bleiben. Was hier Alarm ist, relativ viel Polizeiaufgebot hier am Main drumherum. Aber ihr hört ja auch ordentlich Verkehr. Hier wird gepostet, hier wird sich gezeigt. Ja, und warum quatsche ich jetzt und mache keine Fotos? Das ist relativ einfach. Da vorne kommt ein großes Schiff und das hat Licht an. Und das Licht leuchtet mir genau in meine Langzeitbelichtung rein. Und das ist halt schade. Und deswegen habe ich Zeit, euch ein bisschen was zu erzählen. Yes, jetzt können wir endlich mal ordentlich arbeiten. Ich bin jetzt gerade in die Richtung gegangen, in der Hoffnung, dass dieser Scheinwerfer von dem, Entschuldigung, Kackschiff nicht wieder direkt in die Optik strahlt. Aber, jetzt hat er ausgemacht, wahrscheinlich Feierabend ist oder er mich gesehen hat. Ja, ich freue mich jetzt noch ein bisschen, weil jetzt kann ich endlich mal ernsthafte Langzeitbelichtung machen. So, jetzt kommt noch ein Spot dazu. Ich bin nämlich nicht ganz zufrieden mit dem Spot, den ich jetzt hinter mir habe. Das hat ein paar Gründe. Ihr hört richtig Alarm. Man kann sich gar nicht ausfotografieren. So richtig, guck mal da, ne, stehen Menschen. Die standen vorhin schon da. Schön mit laufendem Motor. Das ist alles, also morgens ist eher so meine Zeit, muss ich echt so sagen. Weil hier ist Autoposer und ja. Aber genug der kritischen Worte. Mich hat tatsächlich eins gestört. Es waren immer Lichtquellen an dieser Europabank, die ja so dermaßen reingeballert haben. Das war schon nicht mehr feierlich. Also ich glaube, mein Objektiv war ein bisschen, da war ein bisschen Schmutz drauf. Das war das nächste Ding. Und ich wusste immer nicht, wie ich die Schlieren wegkriegen sollte. So richtig, ehrlich gesagt, auf einmal. Ja, so. Eigentlich wollte ich den Spot, den ich jetzt noch vorhabe, nicht machen, aber ich mache ihn jetzt trotzdem, weil vielleicht kriege ich da noch ein paar Skyline-Bilder. Also es werden doch 4 Spots.
ich schon am nächsten Spot. Eine Brücke, die etwas näher an Downtown dran ist. Da werde ich jetzt, glaube ich, nur mit dem 24er noch arbeiten können und zumindest nicht mehr reinzoomen. Es war jetzt wieder ein bisschen müßig, hier einen Parkplatz zu finden. Es ist viel Alarm, trotz Corona-Zeit auf den Straßen, kann ich euch berichten. Und da sehe ich schon die Brücke. So, auf frisch ans Werk. So, ich glaube, das ist die alte Brücke, wo ich jetzt bin. Das ist geil, aber was hier Alarm ist, das ist... ich habe jetzt mal frech die Maske runtergezogen, aber hier im Innenstadtbereich ist Maskenpflicht. Das interessiert hier keinen. Hier war gerade eine Karre aus was weiß ich wo, voll besetzt mit 5 Leuten. Aber eine Maske? Nee, wofür? Egal, ich schweife ab. Ich habe jetzt folgende Bildidee. Also die Skyline an und für sich ist ja schon ganz geil. Aber hier diesen Vordergrund, diese Mauer noch mit reinbauen, finde ich noch ein bisschen geiler. Und ich höre meine Kumpel die Nilgänse schon wieder schreien. Das finde ich geil. Das ist auch ziemlich genau die Stelle, wo ich seinerzeit, glaube ich, das Nilgans-Foto gemacht habe. Auch schon wieder off-topic. Problem bei der Langzeitbelichtung, wenn ich hier diese Mauer mit drin habe, dass die mir relativ früh wegbrennt. Weil die kriegt natürlich von da oben mehr Licht. Ich glaube, ihr kriegt jetzt einen sehr guten Eindruck davon, was man hier zur Quarantänezeit in Frankfurt samstags abends abgeht. Aber trotzdem, die Skyline bleibt einfach der Hammer. Die riesengroße Kunst ist jetzt wieder, das ist eine Brücke, die schwingt. Und boah, Frankfurt ist für mich echt so die Stadt der Poser, so ein bisschen, was hier so Alarm ist. Naja, aber es kommen keine Autos, also kann ich schnell die letzte Belichtung machen. So, das ist ja hier Sodom und Gomorra. Da muss ich weg aus diesem Sündenfuhl. Nur Regelbrecher. Also ich habe echt nicht die Ruhe, die ich gerne hätte, um hier meine Fotos zu machen. Weil es ist viel Alarm. Vieles junges Volk. War ich früher auch so, frage ich mich da mal wieder ganz selbstkritisch. Nein. Oder doch? Nein. Ja, auf jeden Fall auch wieder ein sehr geiler Spot hier an der alten Brücke. So, und boah, wir haben jetzt mittlerweile 10:55. Boah, die Zeit rennt ja bei so Geschichten hier wieder. Und ja, jetzt noch den letzten Spot. Die Tankstelle, das war ja eigentlich der Hauptgrund, warum ich überhaupt hier hingekommen bin. Letzter Spot für heute, da ist ja die Tanke. Hier ist wenigstens mal schön ruhig. Ja, jetzt ist die Herausforderung,
ja, coole Fotos zu machen. Ne? Das sieht eigentlich schon relativ so aus, wie ich es mag. Relativ clean. Schauen wir mal, welche Ideen ich habe. Ne? Ich bin auch ein bisschen müde auf einmal. So, fast geschafft, Fotofreunde. 20 vor 12. Letzter Spot hier an der Tankstelle. Ja, hier trifft sich scheinbar auch die Autoszene, weil da gibt es ja so einige von, haben wir ja hier gehört, in Frankfurt, die gerne mal auf- und abfahren und richtig krachen lassen. Ich konnte jetzt nicht mehr in Ruhe fotografieren, ich war aber auch durch, muss ich sagen, weil dann kamen schon die Nächsten mit den aufgetunten Autos, wussten zu berichten, dass die eine Mängelkarte von der Polizei bekommen haben. Also das, was ich gemacht habe oder das, was ich machen wollte, habe ich heute geschafft. Ob die Fotos was werden, wie immer, ihr habt es schon gesehen, ich habe es noch nicht gesehen. Es hat total Bock gemacht, ich bin auch platt. Allerdings habe ich ein etwas ernüchterndes Fazit. Also Variante 1, ich werde alt. Variante 2, die Welt da draußen ist komisch. Also hier waren relativ viele junge Menschen unterwegs. Und wenn man so im Stillen fotografiert und einfach mal ja, an Teilen der Jugend teilnimmt, dann frage ich mich, war unsere Jugend auch so? Das ist... Es ist, ich weiß nicht, das macht mich wirklich betroffen. Ey Digger, ey Alter, ich weiß nicht. Ja, wir hatten auch unsere Jugendsprache, aber das macht mich echt betroffen. Und ich habe das Gefühl, alle die Leute, die ich hier so rumschreien, rumzetern gehört habe, die können tatsächlich nicht anders. Das ist der normale Gebaren. Aber darum soll es hier nicht gehen. Ich möchte euch ermutigen, es gibt auch noch Stellen, wo Ruhe ist. Frankfurt selber finde ich wirklich echt faszinierend, aber mein Resümee ist, ich werde noch früher morgens kommen, weil dann ist tatsächlich nicht mehr so viel Volk auf der Straße unterwegs und ich habe mehr Ruhe, weil ich kann aber nicht entspannen, wenn so viel Trubel, Schreierei ist, aber das ist auch wieder nur meine persönliche Meinung. Schön, dass ihr auf diesem Location Scout dabei wart. Ich nenne ihn einfach mal so, weil ich habe euch ja 3 Spots vorgestellt, die unten in den Shownotes auch verlinkt werden. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, bitte macht das. Glocke und so weiter und so fort. Ich glaube, an dieser Tankstelle werde ich dann nochmal in Ruhe shooten gehen, möglichst ganz früh morgens, wenn ich nicht gestört werde. Ich habe ja auch noch 2 Stunden nach Hause. Wünsche euch eine gute Nacht, macht's gut und bis bald. Tschüss.